Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2, weiterhin mit der Familie. Und ja, wir sind, wie man es vielleicht erkennt, im Urlaub. Das scheint unser Grundstück zu sein. Ja, sieht nicht schlecht aus eigentlich, wenn ich es mir so angucke. Was haben wir da? Ein Strand natürlich, ne? Und an dem Strand haben wir schon mal mitten im Sand eine Sitzgruppe und Säulen stehen, ja, und so ein, was ist das Ding da? Keine Ahnung. Ach, ich bin auf dem falschen Sim. Ah, eine Lampe, okay. Also Strand, Meer, das ist schon mal super. Dann haben wir hier eine kleine Terrasse mit einer Staffelei drauf. Das finde ich super. Da kann man nämlich schön eine Meeresbilder vielleicht malen. Entschuldigung. Ein Weg da ins Haus hinein. So, und das ist jetzt wohl das Häuschen. Will mir das mal genauer angucken. Zeig mal alles und Dach drauf, bitte. Ich will das mal von außen sehen. Och, das sieht doch eigentlich ganz schnuckelig aus. Doch, so, hallo. Ja. Auch schön, doch. Ja, gar nicht schlecht. Also, wenn ich das so sehe, mit Balkon sogar, da wieder Säule, Erker, cooles Teil. So, also unten haben wir ja gesehen, muss ich mal wieder die Wände machen und runtergehen. Es ist noch nicht viel eingerichtet. Das war der Haken. Wir haben jetzt kaum noch Geld. Wir müssen aber wenigstens ein paar Betten und Sachen holen. Also es gibt kein Klo, es gibt einen Kamin. Das ist schon mal schön. Es gibt einen Tisch mit zwei Stühlen dran. Okay. Und wir haben eine Kochecke. Ja, das ist so eine Küchenzeile. Ein Rauchmelder, der ist ganz wichtig. Ja gut, das ist ja schon mal wichtig. Also wenigstens verhungern tun wir nicht. So, was haben wir denn oben? Oben haben wir lauter leere Zimmer. Perfekt. Ah, nee, ein Schlafzimmer mit einem Bett drinne. Cool, da wissen wir schon, wer da wohnt. Natürlich die Eltern. Und da gibt es auch eine Toilette und eine Badewanne. Also das hätten wir auch eigentlich schon. Und ansonsten ist es einfach ein geiles Haus, muss ich doch mal sagen. Es ist ein absolut geiles Haus. Jetzt haben wir noch drei Personen, die ein Bett brauchen. Melissa, Marky Boy und Nalina natürlich. Melissa könnte hier in das Bett, sie ist ja schon erwachsen. Ich weiß nicht, ob sie mit den Teenies zusammenliegen will. Das heißt, wir müssen dringend in den Kaufmodus. Mal gucken, was hier so Betten kosten. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier könnte man so ein Doppelbett kaufen. Die Geschwister könnten wohl auch im Doppelbett schlafen. Oder... Und dafür bin ich eigentlich jetzt gerade, wir bräuchten aber drei. Wir kriegen gerade mal zwei von diesen Einzelbetten hin, noch nicht mal. Für 300 bekämen wir zwei hin. Bei 400 wird schon mit zweien schwer. Oh, ach. Okay, das heißt, zurück. Das bringt so nichts. Da müssen wir doch mal gucken. Was hat er denn eigentlich noch alles im Inventar? Ja Gott, du bist ein Traum. Das zu verkaufen bringt, glaube ich, nicht viel. Sowas kannst du auch nicht groß verkaufen. Das will ich ehrlich gesagt auch alles nicht verkaufen. Ja gut, der ganze Kinderspielkram, weiß ich nicht, was das so bringt. Ist nichts groß dabei. Bei ihr könnten wir vielleicht mehr Glück haben. Was hat sie denn da noch? Speisereise und mehr. Machen wir mal weg. Da haben wir eine Schatzkarte. So ein komisches Entendingsbums. Komm weg damit. Was ist das da? Schriftrolle Drachenlegende? Nee, die will ich behalten. Auch nochmal so Babykram. Und kein Obst. Kein Gemüse. Ich werde nicht mehr, ey. Okay. Da, weg damit. Und die handgearbeiteten Sachen können wir mal behalten. Das kann weg. Das kann weg. Das kommt weg, das kommt weg, und das kommt weg, und das kommt weg. Ja, das ist natürlich ein bisschen dumm. Okay, aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Geld. Halt, 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 nein, ich wollte noch mal kurz hier umschubsen. Kommt den Blumenstrauß auch mal weg, den braucht kein Mensch mehr. Der ist schon halb vergammelt. Was ist das eigentlich? Kann man das auch verkaufen? Nee, natürlich nicht. Geburtstagspustekuchen, okay. Das Töpfchen kommt weg.
Das Ding kommt weg, das Ding kommt weg. Das kann man sich alles neu kaufen. Die selbstgebastelten Sachen, da sage ich mal, das behalten wird. Das ist nämlich wertvolles Mitbringsel und Erinnerungszeug von Oma Opa. Und gut, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Das heißt, wir gehen noch mal in den Kaufmodus. Jetzt haben wir 1500. Das heißt, für 1200 kriegen wir drei Betten. Sind nicht die besten Betten, das kann man irgendwann mal wieder ändern, aber es sind Betten. So, ich hätte gern die Farbe. Ja, die, oder? Aber die da. Ich erkenne das so schlecht. Nee, die ist, das ist mehr gelblich, oder? Ach, nehmen wir jetzt das hier und Melissa, 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 Melissa kriegt sowas. Bisschen lila. Ja, komm. Ein Bett hierhin. Juhu. Und dann müssen sich Marky Boy und Nalina halt in dem Zimmer teilen. Ist ja wurscht. Die kriegen auch dieses Bett. Nee, ich glaube, es war das hier, ne? Ja. Marky Boy hätte bestimmt gerne. Warte mal, da hatten wir doch so ein geniales Dings da Boomster. Das da vielleicht? Ja. Das geht nicht. Okay, dann machen wir dich dahin. Und Melissa kriegt dann, Nalina meine ich, bekommt dann auch so ein Bett. Und die bekommt, was können wir ihr denn mal drauf machen? Schönes Blümchenkram? Nee. Was wäre denn da vielleicht schön? Sowas? So, grün? Da lieber so. Boah, rosa. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Dieses Türkis finde ich aber auch immer schön. Komm, die Nalina kriegt das türkisene Ding da. So, zack. Dann haben sie auf jeden Fall alle ein Bett zum Schlafen. Das denke ich ist ja schon mal wichtig. Und ja, gut. Mehr und größer einrichten ist jetzt leider nicht. Schon schade eigentlich. Da müssen wir einfach dann öfter hierher, um da entsprechend noch nachzurüsten, nachzubauen und, ne? Ja, müssen wir halt dann einfach so machen. Geht jetzt nicht anders. Ach, wir sollten noch irgendwas haben, wo wir uns draufsetzen können. Das wäre noch irgendwie günstig. Haben wir noch irgendeine Couch, die wir kaufen können? 250 kostet das. Ja, die ist natürlich schon wieder wesentlich teurer. Ja, dann machen wir das mal so. Guck mal, welche Farben gibt es denn da so? Ich mag, ja, hell wäre natürlich, wäre okay. Passt eigentlich auch gut dahin. Okay, sowas. So oder so. Also. Und weil wir ja doch ein paar Leute mehr sind, machen wir das gleiche noch mal hier hin. Zack. Ey, hallo. Huhu. So. Ne? Mit Kamin und so. Das ist schon mal gut. Jetzt können sich die Leute wenigstens auch hinsetzen. Ist ja schon mal was wert. Jo. Und vielleicht kriegen wir noch zwei Stühlchen hin. Billigst. Nee, kriegen wir nur einen Stuhl hin. Das ist echt traurig. Gut, da müssen sie ohne Stühle auskommen. Tut mir jetzt leid. Da habe ich aber auch echt nicht dran gedacht, dass wir vorher vielleicht doch etwas mehr Geld brauchen. Gut. Egal. So muss das jetzt erstmal genügen. Ich würde sagen, wir ziehen ein und gucken mal, was wir alles machen können. Was haben denn die Leute jetzt für Wünsche? Sie macht schon wieder Tai Chi. Sie will was? Trinkgeld. Mit Trinkgeldmusik, mit Musik Trinkgeld verdient. So war das gedacht. Ja, können wir mal gerne ausprobieren. Du wolltest irgendwas anderes und du willst. Okay, gut, dann macht mal. Es sind noch nicht im Urlaub angekommen, glaube ich. So. Wie wär's denn? Wir haben 10 Uhr morgens. Okay. Geht doch alle mal, wie wär's? Schwimmen und sowas. Kannst du einsteigen irgendwo? Hier einsteigen. Zack. Und du gehst auch mal einsteigen. Zack. Wir gehen jetzt alle mal eine Runde schwimmen. Einsteigen. Ach, jetzt habe ich es weggedrückt, dass sie mit
Ja, gut, dann rede du wenigstens mal mit deiner Oh. Schwester. Oh, Oh. Händeklatschen spielen. Mann, man sieht, Melissa hat wieder zugenommen, ey. Leider. Und Legst du mal um die Nase, mal ne Kleine? reden, wie geht's denn so und überhaupt? Ja, rede mal Oh über das ja, Hobby ich bin's, Wissenschaft Norma. Hallo, und du bist egal. Bastelarbeiten. Ei, hallo, wer bist denn Hallo, du? Kaschana. Chikovala. Nupu. Kalam. Nusha. Vasiki solo. Angelusta. Hofa Über Katumba. Du Interessen sas kiki rakalako. und kannst du sie... Nee, kann er nicht. Wie gut kennt ihr zwei euch denn? Na, eigentlich gut genug. Ja. Mal da mal umarmen vielleicht. Freundschaftlich. Und geht ja auch eine Runde schwimmen. Kommt, wir haben hier schönes Wetter, nicht wie daheim. Da geht's eine Runde ab ins Wasser. Lelele. Einsteigen. So ist das doch fein. Also das können wir wenigstens machen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, ich bin jetzt verwöhnt, ich sag's ja. Sims 4 und Sims 2, man kann sie echt nicht vergleichen. Ist ja klar. Ist auch gut so. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, aber wahrscheinlich dadurch, dass es halt bei Sims 4 so geht, dass man möblierte Häuser haben kann. Und dachte hier, das wäre bestimmt auch voll möbliert und Krams. Keine Ahnung. Hab da natürlich nicht weiter drüber nachgedacht. Und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass da so wenig drin ist. Aber Gott, was soll's. Ich bin ja blöd. Ich hätte ja auch das... Moment. Moment, Moment, Moment. Wozu braucht man denn eine Couch-Garnitur draußen am Strand? Nee, gar nicht, ne? Braucht man gar nicht. Ich muss noch mal was ändern hier. Mist, jetzt habe ich das Zeug schon gekauft. So, Baumodus. Zack. Verkaufen. Bin ich bescheuert oder was? Komm her. Das sieht doch viel hübscher aus. Kann ich das nicht nehmen hier? Hallo? Hoho. Nehmen, 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 Hand nehmen. In Gebrauch. Wer bitte braucht das jetzt gerade? Oh, Melissa, ehrlich, du bist eine Nuss. Stellen wir das hier hin. Halt. So. Und das große Ding kommt dann vors Fenster, dann haben wir doch schon eine Sitzecke. Da haben wir doch wieder Geld. Ja, supi. So, dann hätte ich gern mal geguckt, was kosten denn jetzt diese zwei Stühle, die wir da haben, wenn wir davon noch zwei holen würden. 200! Nee. Wir nehmen die 100er Stühle. Tut mir leid, aber das muss jetzt erstmal so reichen. Eins, zwei. So. Haben wir schon mal vier Stühle an dem Tisch. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Und was könnten wir noch gebrauchen? Ich lasse erstmal den Rest noch. Und mal gucken, was wir da noch alles bekommen können und so. Melissa, könntest du dich da von diesem Zeugs wegbewegen? Melissa will sich in Ruhe hinsetzen. Okay. Auch in Ordnung. So, hier wird erstmal geschwommen, was das Zeug hält. Damit natürlich auch schön Körperpunkte verdient. Hihihihi. Ach, ich finde das toll. Ich finde das richtig schön. So, Regina, wo willst du denn hin? Setze dich zu deiner Tochter. Nee, 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 nee. Komm mal her. Was ist das? Musst du jetzt echt nicht gucken. Du könntest aber mal... Warte mal kurz. Stopp. Ich hasse, ehrlich gesagt, Badewannen, wo man nicht duschen kann. Was würde die bringen? 1800. 1800. Ich hasse Badewannen, mit denen man nicht duschen kann. Das wollte ich sagen. Was kostet denn eine Badewanne zum Duschen? 1100. Ist nicht so hübsch. Weil die nächste, die es dann gäbe, wäre 2200. Die will ich natürlich irgendwann haben. Oder wir holen uns für 1500 einfach nur eine Dusche. Andererseits auch baden zu können, ist auch nicht verkehrt, ne? Ach ja, aber du musst weg. Tut mir echt leid für dich, aber nee. So, jetzt hätten wir 2.200. Ja, es ist nicht das Allerschönste, wie gesagt. Aber es ist noch nagelneu, das Häuschen, ne? Das heißt, wir können das entsprechend immer wieder ändern. Ich nehme ja mal an, dass eins der Kinder das später auch erben wird, das tolle Ferienhaus hier. Und von daher, kannst du auch noch ein Stück darüber? Das sieht doof
doof aus, oder? Egal, wir lassen es jetzt da stehen. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir da eine Toilette. Und könnten wir vielleicht unten noch irgendwie eine Toilette? Was kostet denn so eine Toilette? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was die Sachen in Sims 2 kosten. Vielleicht wäre ja sowas gut. Und so, du würdest da irgendwie ganz gut hinpassen. Zack. Und vielleicht noch ein kleines Waschbecken dazu. Sowas. So, fertig. Dann haben wir da unten auch noch mal eine Toilette. Und das müsste gehen. Warte mal, was brauchen wir vielleicht noch? Irgendwas, wir könnten uns diesen Mini-Fernseher für 500 Grad noch leisten. nö, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. So, die Gute darf jetzt auf jeden Fall erstmal die Toilette ausprobieren. Nämlich hier oben. Bitteschön. Und duschen gehen. Zack. Das kannst du jetzt mal machen. Die anderen schwimmen hoffentlich noch. So, Nalina ist geschwommen. Die könnte sich doch mal ein bisschen in die Sonne schmeißen. So, hier ein bisschen, kannst du dich nicht sonnen? Doch, da. Sandburg bauen, sonnen. Genau. Wir sonnen uns dann mal und Marky Boy, unser verspieltes Wesen, könnte doch mal eine Sandburg bauen. Das wäre doch auch mal cool. Hier unten eine Sandburg bauen, komm. Ist besser als den dummen Stuhl zu betrachten. Und Manuel schwimmt noch ein bisschen. Ah, da draußen steht ja auch noch ein Tisch mit zwei Stühlen. Das ist ein bisschen bescheuert. Ah, sie ist von dem Ding runter. Ja, stopp. Schwupp. Hihihihi. So, dreh dich mal um. Ja, und hier hin. Zack. Genau, und schon haben wir wieder was da drin stehen und dann sieht das Wohnzimmer doch auch schon wohnlicher aus, oder? Was meint ihr? Das kann man doch erstmal so lassen. Haben wir denn sonst noch irgendwas jetzt da rumliegen? Nee, ne? Die Lampe könnten wir vielleicht... weiß nicht, die sieht hübsch aus. Die hätte ich gerne hier drin. Ah, so vielleicht. So. Dann sieht das doch ordentlich aus. Das ist schon mal ein Zimmer, das ein bisschen ordentlicher aussieht. So, zack. Gut, weiter geht's. Gucken wir Marky Boy mal beim Schaufeln zu. Ja, und gut eincremen, Nalina. Genau. Vielleicht könntet ihr Melissa dabei helfen. Die geht jetzt nach oben und nervt bestimmt ihre Mutter. Na, egal. Und was machst du, Manuel? Ah, du könntest auch langsam mal, ja. Ach, ein bisschen Sonne täte dir auch nicht schaden. Komm, leg dich auch mal ein bisschen in dieser... Bist du schon fertig? Soll das eine Sandburg sein? Bitte weiterbauen. Wo baust du denn rum? Schaufelst du dann noch eine Sandburg hin? Jo. Wenn Spaß macht. So, du bist geduscht und... Nee, nicht geduscht. Wieso bist du nicht geduscht? Und wieso willst du in die Sonne? Ich hatte dich duschen geschickt, Mädel. Hallo? Wo ist... Duschen. Gehst du jetzt mal bitte duschen? Geht ja mal gar nicht. Wo ist Melissa hin? Ach nee, Melissa liegt in der Wanne. Hast du die arme alte Frau jetzt aus der Wanne gescheucht? Melissa, mach dich fort. Ach, ehrlich, das hält man ja im Kopf nicht aus. Okay, dann musst du Essen servieren. Mittagessen servieren? Nee, nicht die Supersuppe da. Mach doch mal bitte ein paar Hamburger. Oder Sandwiches? Ein Sandwich ist auch gut. Nix da, Tai Chi. Komm, mach uns ein paar Sandwiches. Das ist super für den Mittag. Reicht das völlig aus. Ja, yeah, Marky Boy hat einen Kreativpunkt vom Sandburg bauen gekriegt. Ja, super. Und jetzt sucht er nach Muscheln. Ja, such mal nach. Wir können nach Schätzen graben. Wie blöd bin ich denn? Nalina, ich weiß nicht. Du liegst schon eine geraume Zeit darum. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kannst du mal nach dem Schatz graben? Wellen beobachten, Wolken, Sonnenwurm. Dreh dich doch mal um, du. Na, ich weiß nicht. Du kriegst bestimmt... Was war das denn?
Wie mache ich die Sandburg kaputt? Jawohl. Abdruck vom Bobbes? Ja, so ungefähr. Es sieht jedenfalls jetzt nicht mehr allzu hübsch aus. Okay, weißt du was, Nalina, kannst mal mit deiner Schwester quatschen. Das wäre doch mal eine super Idee. Mal tratschen, mal über Hobbys reden, Musik und Tanz und mal unterhalten, einen Insiderwitz machen und vielleicht mal was spielen, eine Wasserbombe schlagen. Das wäre doch hier mal echt angesagt, oder? Komm aus dem Sonnendings da raus. So, du müsstest auch mal auf Topf. Momentchen. Dann, ach nee, er muss ja eigentlich nur auf Toilette. Augenblick. Das kriegen wir schneller hin. Gehst du bitte da benutzen und hier Hände waschen. Und der liebe Manuel geht hoch und tut hier mal bitte benutzen und duschen. So. Nicht, dass du mir noch in der Sonne verbrutzelst. Und sie macht ja hoffentlich das Essen. Genau. Jawohl. Ach doch. Ich bin ganz zufrieden. Es ist auf jeden Fall ein schönes Häuschen, wo noch einiges passieren kann. Also auch einrichtungsmäßig. Und aber auf jeden Fall ein schönes Fleckchen Erde, finde ich. Also eine hübsche Gegend, wo man Spaß haben kann. Und guck mal, ihr habt, wir haben sogar einen Garten quasi. Oder Platz für einen Garten. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, und dann kannst du noch zum Essen rufen. Haushalt. Und Gäste. Ja, doch, Gäste auch. Wir haben ja auch einen Gast und Gäste. So, gucken wir mal, was machst du? Du gehst auf Toilette. Und ihr zwei, no, was ist jetzt wieder? Komm, dann lass deine Schwester in Ruhe und geh was essen. Mill, stell dich nicht so an. Hier, essen. Zack. Mhm. Ja, dann warte ich noch, bis die da alle sitzen. Dann könnte Regina vielleicht mal ein paar Pflanzen hier demnächst anpflanzen. Dann hat sie hier auch immer was zum Tun, wenn sie im Urlaub ist. Und kann da auch im Notfall über das Obstzeug ein bisschen Geld verdienen. Wobei, nee, das geht ja hier nicht so einfach. Naja, egal. So, Regina, bist du jetzt auch fertig? Du musst auch nur noch duschen. Duschen. Wie weit ist unser Lieber? Ja, geh erstmal hier hin dann. Wenn du fertig gemacht hast, was auch immer du da tust. Lalalala. Komm, was machst du da? Hopp, geh mal dahin. Hm. Manuel, wie lange brauchst du noch zum Baden? Duschen. Müsste doch fertig sein. Ja, komm. Reicht. Geh essen. Dann kann deine Frau säubern und auch duschen. Zack. Gehen wir wieder runter. Halt, stopp. Und dann machen wir demnächst. Mal gucken im nächsten Part. Sie sind alle noch relativ fit. Werden wir dann einen Ausflug machen mit denen allen. Und mal gucken, wo wir hinkommen. Aber toll, ey. Ach, schön. Ich find's gut. Ich glaube, Nalina ist sogar ein bisschen braun geworden. Guck mal. Oder? Ja, doch, sie sieht ein bisschen freundlicher aus als vorher. Ich glaube, die hat schon ein bisschen Farbe gekriegt. Also im Gegensatz zu Marky Boy sieht's auf jeden Fall besser aus. So, gut. Das war jetzt, wie gesagt, der Einzug ins Ferienhaus. Ich mache dann hier jetzt den Break. Hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wie gesagt, es werden die nächsten Parts alle hier im Urlaub stattfinden, weil wir können ja Melissa nicht spielen, wenn sie im Urlaub ist. Also bringe ich jetzt erstmal den Urlaub komplett und dann werden wir mit denen noch ein bisschen schöne Ausflüge machen und sonst noch was. Mal gucken, dass vielleicht irgendwer irgendwie noch Geld nebenher verdienen kann, dass wir nach Schätzen graben oder so weiter, dass wir ein bisschen vorwärts kommen und nicht da total blank im Urlaub sind. Das ist nämlich ein bisschen blöd, da habe ich halt nicht dran gedacht. Jo, und sobald das dann wieder rum ist und die alle wieder zu Hause sind, geht's dann natürlich wieder mit Melissa in der gewohnten Reihenfolge weiter. Jo, aber erstmal machen wir hier weiter. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.